So Leute, während ihr weg wart, habe ich ein bisschen den Kopfgeldauftrag abgegeben, habe ein bisschen Geld verdient, bin mal hier zum Hafen gereist. Bin zum Hafen gereist, um mir den ein bisschen anzugucken. Da hinten ist ein Handelskontor. Aber sonst gibt es irgendwie nichts Besonderes, außer hier diese Statue, die echt geil aussieht. Matrosen überall, ja, ahoi, sagen. Madame. Und ansonsten... Ahoi. Ahoi. Gibt's hier relativ wenig. Auch wenn der Himmel echt geil aussieht. Vielleicht kommen wir da irgendwie rauf. Ich habe nämlich das Bedürfnis, dahin zu laufen. Man könnte natürlich auch dahin fliegen, wo Jasper auf uns wartet. Aber magisches Symbol bekommen. Hübsch. Ich möchte lieber hinlaufen. Und ich habe einen neuen Kopfgeldantrag aufgenommen. Auftrag angenommen. Ein Stufe 3 Kopfgeldantrag. So war das jetzt nicht. Da soll ich den Troll Pack oder Tuk Tuk oder sowas töten. Und der ist ganz weit weg von der, wo wir gerade sind. Egal. Jedenfalls juckt mein Arm. Und ich habe mir einen schönen Tee gemacht. Pflaume Vanille. Sinnlich weich und aromatisch abgerundet. Wie jeder weiß, ist Pflaume Vanille sehr gut gegen Hustenreize. Das wissen auch nur die wenigsten. Es hilft, den aromatische Pflaume so ein bisschen weich zu werden. Und Vanille auch. Nein, eigentlich hier Pflaume zum Abführen. Mit dem ich keine Probleme habe. Aber ich habe Bock drauf, abzuführen. Also auf den Tee. Ehrlich gesagt hatte ich keinen Bock, unser Teekästchen aufzumachen. Der stand draußen. Ich bin scheiße faul, ich weiß. Tut mir leid. Oh Mann, Hafen. So, jetzt bitte stirb nicht, Misaki. Misaki, Mei. Fischerhütte? Fischerhütte. Ich dachte natürlich, die könnte sich irgendwie durchsuchen, Schrank. Was ist denn in dem Schrank drin? Goldjuwelenamulett, geil. Hat einfach jemand so fett im Hafen versteckt. Beziehungsweise im Leuchtturm. So. Da haben sie Leute gehangen? Echt jetzt? Der hat so eine... Krass. Das ist ein Symbol. Bestimmt ein Wegeloser. Oder jemand ein Mörder oder sowas. Der extrem vom Pfad abgewichen ist, der vorhin vorbestimmt war. Sonst, ich finde Enderal, die sind gar nicht so ein Wichser wie die Nerimesen. Nerimesen waren immer alle, Eterna Pack, macht euch bloß fort. Halt Maul, ihr seid fies zu mir. Kartoffeln. Lavendel. Kartoffel. Ihr tragt zu viel, um zu laufen. Was habe ich denn im Inventar? Den Glockenhammer. Ich habe einfach mal den Glockenhammer im Inventar. Da. Weg damit. 25. Glaub nicht recht. Vielleicht brauchen wir den später nochmal, aber dann hole ich ihn hier wieder ab. Vorher jedenfalls nicht. Schießender Glockenhammer. Ah. Ich könnte das nicht benutzen, während ihr kämpft. Scheiß Straßendiebe. Wo ist mein Darm? Ausgewichen, die Kleinen.
Alter Eisenpfeil nehme ich natürlich nicht mit. Ich frage mich wirklich ernsthaft, wie ich irgendwann Dings bekomme. Wie ich irgendwann mal einen besseren Bogen bekomme, weil dieser hier, den habe ich mir jetzt hergestellt. Das heißt, ich brauche den ja eigentlich nicht mehr herstellen. Malachitbarren. Malachitbarren habe ich, glaube ich, alle in meiner Wohnung. Kagi. Ich kann nur Ringe herstellen. Schön. Und nichts anderes gelernt. Nee, weil das alles in meiner Wohnung ist. Kacke. Ich halt brauche in meiner Wohnung ein Dings. Beziehungsweise ist ja alles in der Lagertruhe, meine ganzen Baupläne. Das heißt, ich kann die alle nicht herstellen. Ich hätte gemacht, dass die, würde mir jetzt wünschen, dass die Baupläne nichts wiegen würden. Da hätte ich nämlich alle dabei. Und wenn man so eine eigene Bauplan-Region im Inventar hätte. Das wäre irgendwie cooler gewesen. Dann müsste man nämlich öfter was abgeht, dann könnte man die halt immer dabei haben. Aber nee. Wenn ich mal einen Gegner finde, dann sauge ich ihn mal Lebensenergie ab oder hier der Möwe. Weil ich brauche ein bisschen Lebensenergie. Eine Riesenkrabbe. Kröte wollte ich gerade sagen. Königskrabbe sogar. Alter, wie der Runenfall einfach abgeprallt ist. Pluck! Weg. Hier waren wir ja schon. Da hinten ist ja das gute Dorf. Ich hab den Namen vergessen. Seenhain? Seenhain, glaube ich. Hier ist so ähnlich wie das bei WoW. Au. Ich glaube, sie ist Seenhain. Flusshain? Flusshain war das andere Dörfchen. Ich glaube, sie ist Seenhain. Wie hieß es? Genau, Seenhain. Wusste ich's doch. Ach ja, stimmt ja. Da lag ja der Typ hier. tatsächlich hat der gute... Wie heißt der? Games 9. Ich gucke ja gerade im Moment kein Games 9, weil ich ja selbst Enderal spiele und er ja gerade nichts anderes Let's Played. Deswegen gucke ich gerade nichts von ihm. Aber er hat es tatsächlich so gemacht, dass er... Ich gehe da mal rein. Die andere getötet hat. Also er hat die Kleine getötet. Die Drogenabhängige. Und der Bruder sagt dann, natürlich hätte ich jemanden retten können oder ich hätte mich besser verhalten sollen, aber ich war ein Kind und sie ist drogenabhängig und hat mir die Schuld gegeben. Also weiß ich nicht. Und ich dachte mir so, okay, habe ich jetzt das Richtige getan oder irgendwie was Falsches? Ich war mir da jetzt nicht so sicher. Bin mir voll reingeritten so. Ich wusste gar nicht mehr, was ich tun, was nicht. Was richtig war und was falsch. Ein Esel. Warum liegt hier ein fucking Esel rum? Hübsch. Entschuldigung. Parieren. Stahlaxt. Festleder. Scheiße. Festleder-Scheiße. Magieerfüllte Robe nehme ich mit. Kann man gut verkaufen. Toter Schürfer. Eisenpfeil brauche ich nicht. Kartoffeln nehme ich gerne. Tomaten nehme ich auch gerne. Was hat er denn hier geschürft? Hier kann man doch gar nichts schürfen. Hier ist nichts zum Schürfen. Okay. Komischer Schürfer. Wo es nichts zum Schürfen gibt. Stranger Guy. Stranger Guy, Mann. Stranger. Ich speichere mal. Und gehe unter Wasser. Oh, du Scheiße. Was sind das für Riesenkrabben? Noch riesiger als die, die wir gerade gekillt haben. So. Kurze Unterbrechung, ja. Because of
things and stuff. Stuff and things. Nice. Tatsächlich ist es ja gerade so, dass irgendwie die Eisenpfeile gar nicht ausgerüstet werden. Ich müsste ja noch irgendwie einen haben, mindestens. Alter, Eisenpfeil 21. Und jetzt werden die nicht automatisch ausgerüstet, wenn mein Dings kommt. Ich bin mir nicht sicher, warum nicht. Wie soll ich die doch wieder mitnehmen? Weil falls wir irgendwann mal keine Pfeile mehr haben sollten. Ich glaube nicht, dass das passiert. Aber sicher sein kann man sich ja nie, ne? Was doch alles so abgeht. Ah, ich habe noch einen Erinnerungspunkt. Also wenn wir wieder skillen können, können wir zwei gleich skillen. Das wollte ich mich mal gucken. Gut, ich glaube, die Höhle ist fertig. Oder kann man da oben vielleicht noch hin? Nö. Höhle hat sich ausgehöhlt. Gut. Zurück ins Herzland. Deswegen laufe ich lieber. Weil man immer wieder ein paar lustige Sachen entdeckt und so ein paar lustige rollende Ärmchen sieht. Yay. Strange. Nee, ich laufe lieber, weil ich dann wirklich hier zum Beispiel das Boot dort sehe. Ein Elch. Oder Hirsch. Elche müssten größer sein. Tatsächlich mag ich ich schäme mich es zuzugeben, Elche mehr als Hirsche. Obwohl ich mich nach einem Hirsch benannt habe auf YouTube. Ich weiß, es tut mir leid. Ich bin nicht mehr regelkonform. Warte, wenn ich meine Crits bekomme, dann bin ich richtig gut. Wenn es dunkel ist, ich kritte und noch gute Pfeile ausgerüstet habe, dann bin ich richtig gut. Bräuchte jetzt nur noch ein Dings? Ich kann nichts mehr. Das Bildschirm ist schwarz geworden. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, ich habe jetzt mal schnell das Schiff hier geklärt. War ein ziemlich starker Eichenbogen des Frosthaus. 20. 25. War ein ziemlich krass starker Dings war hier. Wie hieß er? Ziemlich starker Wegeloser, beziehungsweise Untoter. Alter, ein Bär. Echt jetzt? Mitten auf dem Schiff, das ist irgendwie gruselig. Ja. Ui. Massive Truhe. Na. Geht mir immer so auf den Sack, wenn der zerbricht. Der Dietrich. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nehmen wir nicht mit, nehmen wir nicht mit, nehmen wir nicht mit, nehmen wir mit. Oh. Wow. Als ob. Nee. Weil die gute Cardia Crash. Ich werde alles. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich weiß nicht, ob mein Aufnahmeprogramm das annimmt. Die hat sich schon wieder beschwert, dass ich wieder aufnehme. Und ich habe dann darauf irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sind wir auf Berufe gekommen und auf Politik und so. Und sie macht ja gerade wartet auf ihr Kunststudium. Und da dachte ich mir so, dass sie in die Politik geht, hat das Kunststudium wohl nicht geklappt, wie bei Adolf Hitler. Und lädt's weiter? Ja. Ich kann alles werden, was ich, wenn ich will. Ah, Jesus sogar. Sogar Jesus. Interessant. Ich glaube, aber Jesus kann man nicht werden. Da wird man reingeboren. Außer Mathematiker. In Jesus wird man reingeboren. Wir sagen jedenfalls immer die Priester. Bei zu kleinen Jungs. Wie lange muss ich überhaupt? Ach, hier und nach oben, ja. Gut. Schön, dass ich mich schon nach oben begebe, obwohl ich nicht mal weiß, dass ich nach oben muss. Ich bin voll gut.
So. Wow! Wow! Alter! Alter, ist die nervig. Alter, ist in einem riesengroßen Feuerball aufgegangen. Gott, geht mir die auf den Sack. Ihr tragt zu viel, um zu laufen. Die ganzen Stäbe, die sind natürlich... 131 kann ich eigentlich wegwerfen. 1000 will ich behalten, 131 kann weg. Aber wenn so ein Stab 1000 Dings hat, dann will ich den doch behalten. Vegane Suppe erstmal. Erstmal fett eine vegane Suppe. Geil. Mein Hund rastet wieder aus. Der tot? Er ist tot. Super. Hab ich gar nicht mitbekommen, wann ist denn der gestorben? Voll behindert. Generaler Krustenbrot. Das geht hier aber schon ganz schön rein. Unangenehm. Groschen. Genesungstrank. Blick des Vielgereisten. Den haben wir ja schon. Nicht wahr? Ja, zweimal haben wir es jetzt. Naja. Kann man verkaufen. Ich will ja die Nordwinde haben, beziehungsweise das Nordding. Eine Säge und ein Bett. Geh mir auf den Sack, du! Geh mal da hin. Dankeschön. Mich hier noch ein bisschen umgucken. Ohne dass mir ein Schwarzbär die ganze Zeit vor die Füße rennt. Ein Geisterbär. Ich glaube aber, bevor wir weitermachen, lege ich mich mal hier ins Bett und wir sehen uns in einem nächsten Part. Bis denn.